So, hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten kleinen Infostream von der Medieninformatik. Wir sind heute hier, um Sie so ein bisschen über das Sommersemester zu informieren, Ihnen kurz mitzuteilen, was der Stand unserer Planung ist und dann auch Ihre Fragen bezüglich Lehrveranstaltungen oder dem weiteren Vorgehen zu klären. Bei mir sind Professor Wolf und Professor Henze, die gleich zu Anfang ein bisschen über den aktuellen Stand berichten werden. Und im Anschluss würden wir dann gerne Ihre Fragen beantworten. Und dazu wäre es gut, wenn Sie die einfach in den Chat stellen. Und ich werde die dann später an die beiden Gäste weitergeben. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Vielen Dank, Professor Wolf. Vielen Dank, Professor Henze, dass Sie hier sind. Und ich schalte Sie jetzt auch mal zu. Und würde vielleicht direkt mit einer Frage an Sie, Herr Wolf, anfangen. Können Sie uns denn vielleicht kurz sagen, was bezüglich der Lehrplanung für Sommersemester schon feststeht, welche Veranstaltungen auf jeden Fall stattfinden werden und was da in der Medieninformatik gerade der Status ist? Ja, hallo. Ich freue mich, Sie alle zu diesem Livestream begrüßen zu können. Das ist ja auch ein Novum für uns in dieser technischen Konstellation. Wir sind jetzt schon seit 3 oder fast 4 Wochen dabei, die Lehre für den Sommer umzuplanen. Und im Wesentlichen kann man sagen, dass alle großen Pflichtveranstaltungen stattfinden, möglicherweise in geänderter Form. Dazu wird Herr Henzig gleich noch etwas sagen. Wir haben eigentlich nur ganz wenige Ausnahmen, wo Kurse nicht stattfinden können. Ein Beispiel ist das MIT Global Startup Lab, weil unter den gegebenen Umständen natürlich kein Team jetzt vom MIT zu uns fahren kann. Da ist allerdings geplant, dass wir das im Wintersemester dann nachholen. Ein weiterer Kurs, bei dem es, glaube ich, aber aus der Medieninformatik nur eine Anmeldung gibt, ist das gemeinsam mit der Medienwissenschaft geplante Projektseminar mit einem Ausstellungsprojekt zur IT-Sammlung. Das ist also insofern zu verschmerzen. Und als Ausgleich wird es auch ein weiteres Seminar mit Themen aus dem Bereich Informationsvisualisierung und mit Bezug zur aktuellen Situation geben. Insofern kann man generell sagen, dass alle Veranstaltungen stattfinden und wir, glaube ich, für alle Veranstaltungen auch Mittel und Wege finden, diese jetzt in geeigneter Form umsetzen zu können. Vielleicht noch Unsicherheiten. Es gibt natürlich noch ein paar Details. Wir klären gerade ab, mit welcher Veranstaltung wir in welcher Woche starten. Sie haben vielleicht gehört, da gab es Ende letzter Woche ein Schreiben des Ministeriums. Man hat sich bayernweit darauf geeinigt, die Vorlesungszeit ein wenig zu flexibilisieren. Das heißt, sie beginnt nach wie vor am 20. April, kann aber bis insgesamt 7. August dauern, ohne dass deshalb mehr Veranstaltungen gehalten werden. Die Idee dahinter ist, dass die Dozierenden einen gewissen Spielraum haben sollen, ob sie bereits in der ersten Semesterwoche beginnen wollen oder ob sie gegebenenfalls durch die zusätzliche Vorbereitungsarbeit bei der Umstellung auf digitale Formate noch etwas mehr Zeit benötigen. So sieht das auch bei uns aus. Wir haben einige Veranstaltungen, die beginnen bereits in der ersten Woche, andere beginnen erst in der zweiten Woche. Und zum Teil kann es dann sein, dass vielleicht eine Übung, die zu einer Vorlesung gehalten General wird, Paladin. die zu einer Vorlesung, die in der zweiten Woche beginnt, dann spätestens in der dritten Woche auch loslegt. Frau Klinger ist gerade dabei, alles auch in LSF zu aktualisieren. Sie sehen da vielleicht diese roten Corona-Hinweise. Das wird in den nächsten Tagen vervollständigt und wir hoffen, dass, glaube ich, schon bis spätestens 15. April alle Informationen dort auch aktuell und vollständig zur Verfügung stehen. Okay, vielen Dank, Herr Wolf. Ich glaube, wir haben gerade so ein bisschen technische Probleme, aber ich glaube, man hat sie trotzdem verstehen können. Ich würde jetzt schauen, vielleicht können wir das im Hintergrund ein bisschen lösen, aber vielleicht, Professor Henze, können Sie uns ja erstmal ganz kurz sagen, was denn jetzt bei den Veranstaltungen, die stattfinden, unser Plan ist oder der Plan der Medieninformatik ist, in welchen Formaten oder in welchen Modi die denn jetzt im Sommersemester dann tatsächlich durchgeführt werden. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Herr Wolf hatte ja schon gesagt, dass die meisten, also
praktisch alle Veranstaltungen stattfinden werden. In welcher Form, das sind wir immer noch so ein bisschen am Explorieren. Alexander Baso, also du und Raphael Wimmer, ihr habt ja eine Umfrage gemacht. Ich habe mir das nicht im letzten Detail angeschaut, aber generell scheint sich das, was so die Studenten sich wünschen, mit den aktuellen Plänen zu decken. Unterschiedliche Lehrende haben aktuell unterschiedliche Pläne. Wir sind halt auch noch dabei, die besten Möglichkeiten zu finden. Und da gibt es dann auch verschiedene Ansätze. Für Vorlesungsinhalte gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten. Das eine als Beispiel in Mensch-Computer-Interaktion, da machen wir gerade Videoaufzeichnungen zusammen mit Kollegen. Das heißt, das werden so kurze Videos, so 15 Minuten, die wir dann in GRIPS hochladen in irgendeiner Form und dann Studenten so nach und nach zur Verfügung stellen. Andere Dozenten machen Live-Vorlesungen. Man hat es vielleicht auch bei Martin in dem Kurs, glaube ich, der letzte Woche lief noch, gemerkt, der hat es halt live gemacht und das glaube ich auch ganz charmant. Das funktioniert halt nicht mehr, wenn die Vorlesung besonders groß wird. Also sowas wie in Android live zu machen. Man kriegt da halt relativ wenig Feedback von den Studenten über die Kanäle, die man dann benutzen würde. In größeren Veranstaltungen wie HCI und Android wollen wir auch einen halbwegs normalen Übungsbetrieb durchführen. Das Ganze natürlich online und weil wir glauben, dass es vielleicht dann schwieriger wird mit der Kommunikation, ist unser aktueller Plan in beiden Kursen, kleinere Übungsgruppen und kürzere Übungen zu machen, sodass man vielleicht eher, also nicht die 30 Studenten in einer Übung, sondern vielleicht dann eher so 5, in HCI überlegen wir 10 Studenten in einer Übungsgruppe zu haben, um dann mehr Interaktionen zu erreichen. Genau. Was ich generell noch sagen möchte, ist, dass man sich die Vorlesungs- und die Übungszeiten freihalten sollte. Also wir sind natürlich nicht mehr an die Räume gebunden, wenn wir das jetzt alles online machen. Aber es kann halt schon sein, dass wir auch diese, also auch in HCI, dass der Slot halt benutzt wird für irgendwas, was wir live machen wollen. Und gerade die Übungen müssen wir halt auch planen mit den Tutoren, dass die dann auch Zeit haben. Von daher sollte man sich zumindest bis zum Semesteranfang diese Zeitslots versuchen freizuhalten, die wir halt, in denen wir eigentlich die Vorlesungen und die Übungen halten würden. Genau, das wäre so mein Feedback dazu. Okay, vielen Dank. Wie erfahren die Studierenden ganz genau, wie es in den einzelnen Kursen ausschaut? Generell läuft es so wie auch in anderen, also so, wenn das Semester offline stattfinden würde, so machen wir es ja auch, also in Android, keine Ahnung, gibt es dann halt Informationen in GRIPS, die wir da den Studenten zur Verfügung stellen. Genau, also in dem passenden GRIPS-Kurs finden über das LSF und dann in dem Kurs mehr Informationen sich aneignen. Außerdem gibt es natürlich unsere Webseite, wo wir auch Informationen zur Verfügung stellen. Okay, vielen Dank. Wir haben irgendwie einen Plan für das Sommersemester. Wir überlegen uns für jeden Kurs eine interessante und passende Möglichkeit, das Ganze durchzuführen und werden das sicherlich auch hinkriegen. Aber ganz am Ende wird es dann ja auch irgendwann mal Prüfungen geben, vielleicht Klausuren, vielleicht irgendwelche Projektarbeiten. Herr Wolf, können Sie da was zu sagen, inwieweit vielleicht auch so prüfungsrechtliche Fragen jetzt schon beantwortet werden können, ob es da vielleicht schon Pläne gibt für eben nicht nur solche Projektarbeiten, sondern vielleicht auch für Klausuren, die normalerweise dann in großen Hörsälen stattfinden würden? Ja, auch dazu kann man auf das Schreiben des Wissenschaftsministers Bernd Ziebler vom letzten Freitag verweisen, in dem die Rahmenbedingungen beschrieben sind. Demzufolge empfiehlt er, so weit wie möglich alle Veranstaltungen anzubieten und auch geeignete Prüfungsformate anzubieten. Er weist darauf hin, dass Prüfungen grundsätzlich auch digital durchgeführt werden. Bisher war das nur dort möglich, wo das in den einzelnen Prüfungsordnungen auch verankert ist. Die Universitäten werden jetzt aber aufgefordert, eine Rahmenprüfungsordnung für digitale Prüfungsformate zu verabschieden. Was das genau heißt, werden wir vermutlich erst im Laufe des Semesters wissen.
Ich hoffe ja doch, dass wir im Laufe des Semesters auch wieder die Möglichkeit haben, Präsenzlehre und auch normale Prüfungsformen anzubieten. Vielleicht haben einige die aktuelle Pressekonferenz von Ministerpräsident Söder heute Mittag gehört. Da hat er ja deutlich darauf hingewiesen, dass Österreich plant, Veranstaltungen erst im Juni wieder zuzulassen. Und er hat darauf verwiesen, dass Bayern 3 Wochen hinterherhängt. Das könnte also gerade so in den Prüfungszeitraum hineinragen. Mit anderen Worten, wir wissen es heute noch nicht genau. Wir überlegen uns aber natürlich, welche digitalen Prüfungsformate wir vielleicht anbieten können. Eine verteilte digitale Klausur stelle ich mir im Augenblick noch schwierig vor. Wir haben zwar in unserem Rechenzentrum ein großes Engagement schon seit vielen Jahren für E-Prüfungen. Diese beruhen aber in der Regel ja darauf, dass man die Prüfung am Computer, aber in einer kontrollierten Umgebung an der Universität schreibt und nicht eine E-Prüfung in dem Sinn, dass man zu Hause sitzt und das macht. Ob und inwiefern sowas überhaupt denkbar ist und welche Risiken es noch gibt, wenn vielleicht plötzlich die Bandbreite nicht da ist oder eben nicht kontrolliert werden kann, unter welchen Bedingungen die Prüfung stattfindet, macht dies natürlich zu einer schwierigen Angelegenheit. Grundsätzlich können wir aber sagen, dass wir im Laufe des Semesters geeignete Formen finden werden und gleichzeitig gibt es auch den Hinweis, dass die Universitäten gehalten sind, gegebenenfalls zusätzliche Wiederholungsmöglichkeiten einzuräumen, genauso wie das ja jetzt auch schon zum Semesterwechsel ganz offenkundig so war, dass durch die eingeschränkten Bedingungen, zum Beispiel mit dem verhinderten Bibliothekszugang, die Fristen zur Abgabe zum Beispiel von Abschlussarbeiten entsprechend verlängert worden sind. Insofern können Sie auch damit rechnen, dass auch in diesem Prüfungszeitraum wir einerseits alles tun, um Prüfungen ordnungsgemäß durchführen zu können. Und wir ermuntern Sie natürlich auch, eigentlich ein ganz normales Semester durchzuführen, das aber diese erschwerten oder anderen oder neuen Bedingungen natürlich zusätzliche Flexibilität erfordern, ist auf der anderen Seite natürlich auch klar. Ja, das kann man dazu vielleicht sagen. Also wie gesagt, was genau die digitalen Prüfungsmodalitäten sein werden, wird sich noch im Laufe des Semesters herausstellen. Vielleicht ein Punkt, der auch noch ein Hinweis wert ist. Ich habe ja in meinem Eingangsstatement schon darauf hingewiesen, dass die offizielle Vorlesungszeit jetzt erst am 7. August endet. Das könnte unter Umständen bedeuten, dass manche Prüfungen dann auch verschoben werden müssen. Wir haben in der Medieninformatik zwar bisher so geplant, dass wir im Wesentlichen im normalen Rahmen des ursprünglichen Vorlesungszeitraums bleiben, dass wir also Ende Juli irgendwann durch sind und wenn wir eine Woche oder zwei später anfangen, dann versuchen wir während des Semesters dann einen Ausgleich zu finden. Es könnte aber natürlich passieren, dass nun andere auf den Zeitslots, in denen wir die Prüfungen geplant haben, noch Vorlesungen durchführen. Das können wir im Augenblick noch nicht beurteilen, weil es gerade umgeplant wird. Das wird wahrscheinlich jetzt 2, 3 Wochen dauern, bis wir da genaueres wissen. Aber sobald wir das in Erfahrung gebracht haben, werden wir das entsprechend kommunizieren. Das gilt im Übrigen auch für andere Detailregelungen, wie beispielsweise die Anmeldung zu Studienleistungen, die, glaube ich, ursprünglich jetzt schon Anfang Mai fällig gewesen wäre, aber dadurch, dass wir Übungsbeginn zum Teil 1 oder 2 Wochen verschieben, werden wir auch hier die Anmeldefristen entsprechend nach hinten legen. Grundsätzlich gilt aber natürlich wie immer, dass nur Leistungen erbracht werden können oder sie geprüft werden können, wenn sie sich entsprechend auch angemeldet haben. Gerade in so einem Remote-Semester oder in einem digitalen Semester ist das vielleicht sogar noch wichtiger, weil wir schwieriger unmittelbar in Kontakt treten können. Klar, natürlich geht alles per Mail und Skype und so weiter und so weiter, aber manchmal ist ja auch sozusagen das persönliche Gespräch eben durchaus wichtig. Okay, vielen Dank. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage an Sie, Herr Wolf. Sie haben jetzt relativ viel über diese Prüfungen geredet, die am Ende vom Semester sind und über mögliche Lösungen dafür. Eine andere Frage ist ja die, dass wir jetzt auf digitale Lehre umstellen, dass das wahrscheinlich, wie Herr Henze ja auch schon gesagt hat, alles ein bisschen anders ablaufen wird. Und da wäre die Frage, ob es denn dann auch Verpflichtungen dazu gibt, an entsprechenden Online-Sitzungen teilzunehmen, an solchen Videochats, ob es alternative Angebote geben wird für
solche Studierenden, die vielleicht aus technischen oder anderen Gründen dann an solchen Angeboten gar nicht teilnehmen können oder möchten? Ja, das kann man jetzt natürlich nicht pauschal beantworten, weil dafür die Kurse zu unterschiedlich sind, sowohl was die Teilnahmegruppengröße angeht, als auch was das konkrete Lehrformat angeht. Generell kann man wieder sagen, dass die einzelnen Dozentinnen und Studenten jetzt für ihre Kurse jeweils neu planen und dann auch, wie von Nils Henze gerade schon angedeutet, über die entsprechenden Kanäle, insbesondere über GRIPS, entsprechend kommunizieren werden. Um ein Beispiel rauszugreifen, wir haben heute Mittag gerade eine Vorlesung, wo in der Übung zunächst mal auch an Texten und Papers gearbeitet wird, diskutiert, wie wir das am besten machen können, und haben dann zum Beispiel gesagt, das wäre wahrscheinlich nicht so interessant, dann ganz lange Referate verteilt online zu halten, sondern vielleicht dann eher dazu überzugehen, einzelne Studierende zu bitten, eben eine Diskussion zu moderieren und vorzubereiten, was vielleicht online auch recht dynamisch gemacht werden kann. Das ist nur ein Beispiel. Grundsätzlich diskutieren wir das für die einzelnen Kurse und werden dann die Kursteilnehmer auch entsprechend informieren, wie das gehen könnte. Und wir haben ja für unsere Umfrage einen sehr positiven Rücklauf bekommen. Das heißt, im Wesentlichen sieht es so aus, als seien unsere Studierenden technisch so ausgerüstet, dass sie an dem, was wir so geplant haben, auch teilnehmen können. Dennoch würde es mich nicht wundern, wenn es dann bei der konkreten Durchführung dann auch zu Schwierigkeiten kommt. Aber da denke ich, da müssen wir halt einfach ein bisschen lernen jetzt im Laufe des Semesters. Eventuell stellt sich irgendwo raus, dass ein digitales Kurskonzept technisch dann doch nicht so gut funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben, müssen wir dann halt entsprechend planen. Aber ich denke, so flexibel werden alle Dozentinnen und Dozenten und auch alle Studierende sein. Okay, vielen Dank. Dann vielleicht so als kleinen Abschluss für diesen ersten Teil nochmal eine Frage an Professor Henze. Gerade bei uns in der Medieninformatik funktioniert ja relativ viel hinsichtlich von irgendwelchen Projektarbeiten, aber vor allem auch den Abschlussarbeiten im Labor und auch nur mit entsprechender Hardware-Ausstattung. Und da wäre die Frage, wie denn das tatsächlich vielleicht jetzt in naher, aber vielleicht auch ferner Zukunft weitergeht, wie es mit dem Laborbetrieb ausschaut und wie es so generell mit Auswirkungen von der ganzen Situation auf laufende, aber vielleicht jetzt auch gerade beginnende Abschlussarbeiten ausschaut. Ja, wir haben die Labore natürlich zugemacht. Also können wir auch gar nicht anders machen im Moment. Und werden uns da an die Gesamtuni halten. Und das ist für mich zumindest nicht absehbar, wann die Uni wieder so richtig losgeht. Also ich denke, wenn Vorlesungen wieder stattfinden, dann werden wir auch wieder Studien machen können. Aber meine persönliche Vermutung wäre, dass die Vorlesungen, also die Uni wahrscheinlich als eine der letzten Institutionen wieder aufmacht. Also nach den Schulen, nach den Geschäften kommt wahrscheinlich irgendwann die Uni dran. Von daher würde ich, wenn ich mir jetzt ein neues Thema suche, mir vielleicht kein Thema suchen, das, also wenn ich mir jetzt suche, ist vielleicht noch okay, aber wenn ich jetzt anfangen will, dann würde ich kein neues Thema mir aussuchen, bei dem ich zwingend im Labor arbeiten muss. Bei Studenten, die ich selber betreue oder die ich mitbetreue, das ist relativ viel so Sachen mit Virtual Reality und die brauchen natürlich eigentlich ein Labor. Das eine ist beispielsweise eine Masterarbeit und da sind wir jetzt noch gerade dabei, das ist noch so am Anfang und wir hoffen noch, dass wir doch noch Studien durchführen können, aber dann werden natürlich Backup-Pläne und deswegen würde ich auch alle, die jetzt gerade bei ihrer Arbeit sind und noch nicht mit ihrem Betreuer darüber gesprochen haben, dann sollten wir das unbedingt nachholen und mit dem Betreuer gemeinsam einen zweiten Plan entwickeln. Also für die VR-Studie von der Masterarbeit ist unser Plan, wenn wir dann doch keine Studie in VR bei uns im Labor durchführen können, dann werden wir das mit gerenderten Videos machen und online und das wird nicht so schön werden. Vielleicht machen wir auch was Interaktives, was Leute dann zu Hause machen können. Aber es wird zumindest nicht in VR sein, so wie wir es ursprünglich geplant hatten. Das heißt, das ist jetzt eine Arbeit, die wird jetzt gerade angemeldet und dafür haben wir aber jetzt schon einen Plan B entwickelt. Und das würde ich auch generell allen, also jeder, der gerade eine Abschlussarbeit schreibt oder demnächst anfangen wird, der sollte nur Abschlussarbeiten schreiben, bei denen es halt einen Alternativplan gibt. Und da unbedingt mit dem jeweiligen Betreuer sprechen, wie man das realisieren kann. Also das ist natürlich irgendwie uns
Also für die Wertung ist uns natürlich bewusst, dass es eine Ausnahmesituation ist. Von daher ist es jetzt nichts, wo man sagen würde, naja, der hat keine richtige Studie gemacht in VR, so wie eigentlich versprochen. Deswegen kann das jetzt nicht gut sein. Aber es ist natürlich nichts, was der Student irgendwie verantworten kann. Genau, wir entwickeln gerade neue Themen, die man trotz der aktuellen Situation durchführen kann. Ja, da sind wir aber noch dabei. Okay, vielen Dank. Dann, bevor wir zum letzten Block kommen, in dem Professor Wolf und Professor Henze noch ein bisschen Auskunft geben, nochmal der Hinweis an unsere Zuschauer und Zuhörer, wenn sie irgendwie Fragen haben, einfach in den Chat schreiben. Die kommen dann schon bei mir an und ich werde die gleich dann auch weitergeben. Machen wir vielleicht weiter. Wir haben jetzt über die Medieninformatik geredet, über das, was wir ganz akut hier tatsächlich planen für das Sommersemester. Professor Wolf, können Sie vielleicht auch so ein bisschen einordnen, was denn die Maßnahmen an der Uni insgesamt sind oder vielleicht auch in den Nachbarfächern oder in unserer Fakultät im Allgemeinen? Ja, also generell sind die Studiendekane aller Fakultäten aufgefordert worden, aus allen Fächern einzusammeln, wie denn so die Lehrplanung für den Sommer aussieht. Das ist letzte Woche schon durchgelaufen. Das passiert einfach in allen Fakultäten. Das ist an die Unileitung zurückgegeben worden. Gleichzeitig hat die Uni einen Unterstützungsfonds eingerichtet, wo man zusätzliche Mittel beantragen kann, um die Lehre besser zu unterstützen. Wir haben ja hier in der Medieninformatik schon vor 3, 4 Wochen angefangen, das umzuplanen, haben relativ schnell festgestellt, dass die Umstellung natürlich nicht unerheblichen Zusatzaufwand nach sich zieht. Das ist durchaus auch eine ganz interessante Sache. Ich könnte vielleicht sogar dazu sagen, dass ja normalerweise man den Unterschied der Medieninformatik an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und an Universitäten darin sieht, dass an den HAWs stärker die Medienproduktion im Mittelpunkt steht, also Audioproduktion, Videoproduktion, Multimedia, und an den Universitäten stärker sozusagen Softwareentwicklung, interaktive Systeme und deren Bewertung. Aber natürlich sind wir auch ein Fach, das auch hinsichtlich sozusagen der Medienproduktion mit gefordert ist, und da versuchen wir uns auch umzustellen. Also ich versuche hier gerade auch bei mir zu Hause irgendwie meine Rahmenbedingungen für digitales Aufnehmen verbessern, aber das zieht natürlich einen gewissen Aufwand nach sich, deswegen fangen wir auch ein bisschen später an bei einigen Veranstaltungen. Die Universität, aber gerade das Rechenzentrum, ist wirklich mit sehr viel Nachdruck und ganz intensiv dabei, auch neue Dienstleistungen anzubieten. Sie haben das vielleicht auch schon mitbekommen. Es gibt sowohl technisch neue Lösungen, es ist ein Chat-Server und ein Video-Chat-Server aufgesetzt worden. Die Universität hat auch eine Art Campus-Lizenz für Zoom gekauft, ungeachtet der datenschutzrechtlichen Diskussionen, die in den letzten Tagen ja mit Blick auf Zoom zugenommen haben, ist das ein Videodienst, der ganz gut zu funktionieren scheint. Das zeigen zumindest die Erfahrungen der letzten Wochen. Sie können sich ja vorstellen, sozusagen hinter der leeren Kulisse der Universität sitzen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice und ziehen eine Telco nach der anderen durch zur Zeit. Das heißt, auch wenn der Campus leer ist, heißt das nicht, dass nichts passieren würde. Ganz im Gegenteil, zum Teil sitzen wir den ganzen Tag von morgens bis abends und eine Telco jagt die andere. Und was ich sagen wollte, ist, dass die Universität und gerade auch das Rechenzentrum sich sehr bemühen, bestmögliche Rahmenbedingungen für die digitale Lehre im Sommer zu schaffen. Die Universität hat eben Mittel bereitgestellt. Wir hatten, bevor das losging, schon auch zusätzliche Tutoren eingeplant, weil wir eben erkannt haben, dass hier zum Teil ganz erheblicher Bedarf ist. Das heißt, die großen Pflichtveranstaltungen im Sommer, wo es vielleicht doch darauf ankommt, dass die Übungen intensiv und gut betreut werden, haben wir auch personell entsprechend verstärkt. Insofern kann man schon sagen, dass wirklich die ganze Universität sich so gut sie kann eben bemüht, diese schwierige Situation hier zu bewältigen. Okay, vielen Dank dafür. Wenn man jetzt irgendwie Fragen hat zu einzelnen Kursen oder auch sich vielleicht schon Gedanken macht, wie man denn im laufenden Semester
dann Kontakt zu den Dozierenden halten kann, wenn man nicht mehr nach der Vorlesung vorbeischauen kann. Dann stellt man sich natürlich die Frage, wie das so mit Kontaktmöglichkeiten ist. Professor Henze, können Sie da was zu sagen, wie denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lehrstuhls aktuell und dann auch im Sommersemester am besten zu erreichen sind? Ja, das ist natürlich auch wieder personenspezifisch, aber das Beste ist einfach, man schreibt eine Mail wie gehabt, und vereinbart dann ein Treffen und dann trifft man sich und das macht man halt nicht mehr in seinem Büro, sondern auf einem Dienst, den man sich dann sucht. Wir haben genau, also so für die Dozenten, das heißt, das wird dann auch in den Kursen kommuniziert. Aber wenn man so jemanden vielleicht für eine Abschlussarbeit ein Thema sucht, dann sollte man einfach die Dozenten per E-Mail anschreiben. Wir haben also ich weiß gar nicht, wer alles sein Telefon umgestellt hat, aber zumindest die meisten scheinen mir ihr Telefon umgestellt zu haben. Das heißt, wenn man mich jetzt in meinem Büro anrufen würde, dann würde mein Telefon auf meinem Tisch klingeln, obwohl ich gar nicht im Büro bin. Das betrifft auch das Sekretariat, also Frau Klinger. Auch das Telefon von Frau Klinger ist umgestellt und da möchte ich irgendwie darauf hinweisen. Das ist auch abends umgestellt und dann vielleicht auf die Bürozeiten achten, weil wir auch noch andere Dinge zu tun haben. Also ich vielleicht nicht so viel, aber andere schon. Das heißt, genau, also irgendwie vielleicht nicht mehr um 8 Uhr abends anrufen und gerade im Sekretariat auf die Bürozeiten achten. Und dann anrufen. Und dann ist auch die größte Chance, dass man jemanden erreicht. Ja. Okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an mit den Sachen, die vom Chat reingekommen sind. Und ich gebe jetzt einfach mal die Fragen an Sie beide weiter. Und wer sich dazu äußern möchte, kann das ja einfach tun. Das Erste, was gefragt worden ist, ist, wie das denn mit den LSF-Anmeldungen gerade für Übungen oder sowas anschaut, weil da wohl einige Studierende jetzt erstmal gewartet haben mit den Anmeldungen, wie sich das entwickelt, vielleicht auch auf Rückmeldung von uns gewartet haben. Und da ist die Frage, ob wir da vielleicht irgendwie noch die Anmeldefristen verlängern oder die nochmal aufmachen. Ich glaube, das haben wir heute Morgen besprochen, dass wir das tun wollten, oder? Ja, ich habe gerade etwas gegrübelt, ob wir uns nur auf die Studienleistung bezogen haben. Aber nachdem die Übungen zum Teil ja auch später beginnen, denke ich, können wir das auf jeden Fall tun. Okay, dann, weil gerade noch eine Nachfrage kam, sage ich auch noch mal ganz kurz was dazu. Im Zweifelsfall einfach an die Dozierenden eine E-Mail schreiben. Ich glaube, da ist im Moment jeder maximal kulant und wird sie dann schon, soweit es irgendwie geht, auch direkt nachtragen. Oder sie warten einfach, bis wir die Anmeldephasen wieder öffnen. Dann die Frage, aber die hat, glaube ich, Herr Wolf eh schon beantwortet. Wir haben für zusätzliche Tutorenplätze gesucht, gesorgt und wir sind eigentlich recht zuversichtlich, dass wir im Sommersemester dann auch mit etwas kleineren Gruppen über Videochat oder sowas arbeiten können. Also die Frage müssen wir jetzt gar nicht diskutieren. Dann vielleicht eine Frage, wie das denn mit Kursen ist, die nicht von der Medieninformatik angeboten werden, sondern vielleicht eher zum Beispiel vom Rechenzentrum, ob es da auch schon Informationen gibt, inwieweit die stattfinden, gerade bei solchen Kursen, die vielleicht auch für unser Studium relevant sind. Ja, da kann ich jetzt nur ganz pauschal antworten. Wie vorhin schon gesagt, wurde bei allen Fakultäten, bei allen Fächern, bei allen Einrichtungen abgefragt, wie die Lehre umgeplant wird. Und das wird jetzt laufend in diesen Tagen in LSF eingetragen. Vielleicht sind noch nicht alle durch, aber das sollte bis spätestens 15.04. alles vorliegen. Ich sehe gerade noch über Skype kommt noch eine Nachricht von Frau Klinger rein, die einen Hinweis schreibt auf die verlängerte Frist. Jetzt müssen wir mal nachgucken. Wo ist das jetzt hin hier? Genau, sie weist nochmal darauf hin, dass bei den Übungen Restplatzvergabe ohne Warteliste in der Zeit vom 17. bis 23.04. möglich ist. Das ist, wenn ich es richtig sehe, dann auch die erste Semesterwoche. Und ich würde sozusagen insofern auch nochmal alle Dozenten und Dozentinnen ermuntern, für ihre Kurse jeweils diese Anmeldemöglichkeiten und Verlängerungen explizit zu verweisen. Okay,
Dann machen wir gleich weiter. Vielleicht auch noch mal eine Frage an Sie, Herr Wolf, weil Sie schon kurz angesprochen haben. Eigentlich war im Sommer ja auch wieder der MIT-Kurs des Global Startup Lab geplant. Können Sie da noch mal vielleicht ein bisschen ausführlicher zu sagen, was da jetzt der Plan aktuell ist für diesen Kurs? Also der Vorschlag, der uns aus Boston erreicht hat, ist, dass wir diesen Kurs jetzt aus offensichtlichen Gründen nicht im Sommer stattfinden lassen können, dass wir den stattdessen im Laufe des Wintersemesters, vorgeschlagen ist jetzt Januar 2021, nachholen. Und ich glaube, das ist ein ganz vernünftiger Vorschlag. Natürlich können jetzt Amerikaner unter den gegebenen Umständen nicht zu uns kommen, um da diesen Kurs durchzuführen. Und das ist, denke ich, ein Kurs, bei dem sich eine vollständige Virtualisierung nicht angeboten hätte. Jetzt muss man mal sehen, ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, wie es da mit den Anmeldungen aussieht. Und diejenigen Studierenden, die den aus welchen Gründen auch immer im Januar dann nicht mehr belegen könnten, weil sie dann vielleicht schon fertig sind im Studium oder andere Pläne haben, würde ich einfach bitten, sich explizit bei uns zu melden, wenn sie Probleme haben, für diesen Kurs eine konkrete Alternative zu finden. Wir haben aber in diesem Sommer so viele projektartige Kursangebote, auch im Masterniveau, dass es kein Problem sein wird, dann jeweils Alternativen zu finden. Okay, also da vielleicht auch nochmal der Hinweis, uns ist irgendwie bewusst, dass sich so ein paar Lücken aufgetan haben, zumindest laut LSF, aber so wie der Herr Wolf auch gerade gesagt hat, wenn jetzt irgendjemand ganz konkrete Probleme hat, sein Studium irgendwie zu beenden, dann am besten einfach nochmal nachfragen und es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, Kurse anzurechnen, die jetzt vielleicht im LSF explizit noch nicht für bestimmte Modulpositionen ausgeschrieben sind. Dann vielleicht eine Frage so allgemeiner Natur zu Projektarbeiten, die ja in vielen Kursen anstehen. Werden die im Sommersemester auch so durchgeführt werden? Wird es wieder irgendwie Entwicklungsprojekte in Kleingruppen geben oder ist da auch geplant, vielleicht andere Formate zu suchen? Also das hängt natürlich von der Veranstaltung ab, aber ja, also das ist Teil des Plans, dass wir auch in Veranstaltungen Entwicklungsprojekte machen. Also letztendlich kein so großer Unterschied wie sonst, nur dass halt online ist. Das wird es wie das Projektseminar vielleicht auch ganz interessant, ja, weil irgendwie man sich dann damit beschäftigen muss, wie funktioniert denn so ein verteiltes Team, wenn wir nicht alle an einem Tisch sitzen müssen. Ja, das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung, muss man berücksichtigen, wenn man jetzt den Kurs gestaltet. Aber wir wollen trotzdem praktisch Projekte machen. Okay, dann nächste Frage. Wir haben ja seit einiger Zeit die Versuchspersonenstunden, die man im Laufe des Studiums erbringen muss. Und da wäre jetzt die Frage, ob sich aufgrund vielleicht jetzt nicht mehr ganz so üppiger Möglichkeiten von Versuchen oder Experimenten, an denen man teilnehmen kann, da vielleicht irgendwelche Probleme ergeben oder ob es auch möglich sein wird, durch zum Beispiel sowas wie Remote-Studien diese Versuchspersonenstunden dann zu erwerben. Also im Moment haben wir natürlich so eine ziemliche Lücke bei Studien, weil wir die jetzt umstellen müssen. Und ich könnte mir vorstellen, es wird auch weniger, also es werden bestimmt weniger Studien durchgeführt. Aber letztendlich natürlich wird man die Remote-Studien, die wir machen, wird man natürlich mit Versuchspersonenstunden ausgestattet werden. Und das wird jetzt auch in Zukunft wieder mehr werden. Genau. Nils, du hast doch gleich irgend so einen Infostream über Remote-Studien. Vielleicht magst du dafür noch Werbung machen? Ja, also ich nehme gerade mit Kollegen, Kollege von der LMU organisiert das, wie man mit der aktuellen Situation umgeht, wenn man darauf angewiesen ist, eigentlich Nutzerstudien zu machen. Das machen wir gleich per Zoom. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet, aber wir sind irgendwie, keine Ahnung, 8 Leute und unterhalten uns und es gibt irgendwie 100 Zuschauer. Wer daran Interesse hat, ich kann mal den Link raussuchen und in den Chat verteilen. Okay, das ist dann ja auch
vielleicht für uns ein Signal, ein bisschen schneller voranzuarbeiten und die Fragen abzuarbeiten. Die nächste Frage wäre, wie denn das bei solchen Veranstaltungen ist, wo wir vielleicht auf Livestreams setzen werden anstatt Veranstaltungen und ob wir dann diese Livestreams auch als Aufzeichnungen für vielleicht Leute, die da aus zeitlichen oder anderen Gründen nicht dabei sein können, bereitstellen werden. So der Default wird sein, dass wir das tun. Das muss natürlich aber jeder Dozent selber entscheiden, aber ich glaube, die meisten von uns sind uns einig, dass wir das dann auch die Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Ich glaube, es ist trotzdem sinnvoll, wenn man auch an dem Live-Event dann teilnimmt, weil man dann viel anders in der Materie und sich ganz anders mit der Materie beschäftigt. Aber ja, der Plan ist trotzdem grundsätzlich zu versuchen, die Sachen auch aufzuzeichnen. Es gibt auch so Probleme, die sind ganz putzig. Man kann in Grips im Moment nur 50 MB große Dateien hochladen. Das stellt uns vielleicht nicht vor unlösbare Probleme, weil wir wissen, wie es im Webserver geht. Aber ja, andere Dozierende, vielleicht aus anderen Bereichen, für die ist das schon schwieriger. Okay, nächste Frage, wird das Oberseminar im Sommersemester ablaufen? Da sage ich vielleicht ganz kurz was dazu. Wir werden versuchen, das als Video-Chat-Seminar durchzuführen. Das heißt, wir treffen uns live und schauen uns dann auch die Vorträge an, die über den Video-Chat tatsächlich ablaufen. Und es ist aber bewusst, dass wir nicht sicher wissen, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Das heißt, wir werden da einfach ein bisschen was ausprobieren und wenn sich da unser Plan als schlecht herausstellt, dann werden wir im Laufe des Semesters auch andere Lösungen finden, um das Oberseminar durchzuführen. Ich glaube, jetzt flacht so langsam der Fragen Katalog ab, der zumindest zu mir durchdringt. Ich schaue mal selber ganz kurz in den Chat. Die Frage vielleicht nochmal bezüglich eines ganz konkreten Kurses ITT, der jetzt im Sommersemester ja nicht stattfindet, inwieweit da die Pläne sind, den in irgendeiner Form nachzuholen, vielleicht auch im Wintersemester? Also das kann man noch nicht hundertprozentig beantworten im Augenblick, weil wir da noch dran arbeiten. Man kann es vielleicht etwas allgemeiner beantworten, dass das ja kein reiner Pflicht, sondern ein Wahlpflichtkurs ist und wir auf jeden Fall daran arbeiten, dass für alle Masterstudierenden hinreichend viele verschiedene Wahlpflichtkurse in diesem Kernbereich des Masterstudiums stattfinden. Aber auch für ITT prüfen wir, wie wir den schnellstmöglich wieder anbieten können. Okay, dann vielleicht so eine Handvoll von formalen oder organisatorischen Fragen, in denen ich jetzt aber gar nicht sicher weiß, ob wir die beantworten können. Zum Beispiel sowas, ob dieses Semester in die Regelstudienzeit tatsächlich irgendwie eingerechnet wird oder wie lange denn das Semester jetzt ganz genau tatsächlich dauert. Ich nehme mal an, wir können das gar nicht so viel bestimmen. Ich weiß nicht, ob Herr Wolf, ob Sie da vielleicht noch mal kurz was zu sagen wollen. Sie meinen jetzt zur Gesamtdauer des Semesters? Ja, allgemein zu diesen formal-juristischen Fragen, die vielleicht jetzt aufkommen. Ja, ich glaube, dass ein paar Dinge sich jetzt einfach im Laufe der Zeit klären, wenn wir wissen, welche Rahmenbedingungen wir zu erwarten haben. Im Augenblick ist eben noch völlig offen, ob wir irgendwann entweder zu Präsenzunterricht übergehen können oder Präsenzprüfungen durchführen können. Wir werden aber auf jeden Fall so planen, dass wir auch für den Fall, dass beides nicht möglich sein sollte, entsprechend vorbereitet sind. Am Semesterende gibt es jetzt eben so ein bisschen so eine Grauzone, wo vermutlich kursweise oder auch fachweise der eigentliche Vorlesungsbetrieb nicht in derselben Woche endet. Und da könnte es dann eben zu Überlappungen kommen, wie vorhin schon angesprochen, dass gegebenenfalls ein Hörsaal, den wir jetzt für eine Klausur schon gebucht hatten, an diesem Zeitpunkt gar nicht genutzt werden kann, weil jemand anderes da noch Vorlesungen hält. Das wird jetzt ein paar Tage dauern, bis wir das rausgefunden haben, wie das genau aussieht. Aber das
handelt sich jetzt eher um Tage als um Wochen und das Semester muss ja jetzt auch erstmal beginnen und dann haben wir ja 14 Wochen Zeit, um das zu kommunizieren und genau festzulegen. Also da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir da eine gute Lösung hinbekommen. Okay, dann die Frage eher technischer Natur, was denn bei solchen Live-Vorlesungen ist, wenn das Internet ausfällt oder man irgendwie ansonsten technische Probleme hat. Dazu vielleicht ganz kurz der Hinweis. Wie schon gesagt, wir werden versuchen, alles, was wir live streamen, auch später asynchron zur Verfügung zu stellen. Das heißt, auch den Stream, den Sie jetzt gerade irgendwie anschauen oder hören, den werde ich dann gleich auf irgendeiner Plattform, die ich mir noch aussuchen muss, hochladen und dann können Sie sich das später eben entsprechend anschauen. Dann schaue Mit ich es. allen Unwägbarkeiten natürlich, dass wir da neue Settings ausprobieren. Ich habe ja gerade schon gelesen im Chat, dass die Uni mir vielleicht noch ein Mikro spendieren möge. Tatsächlich habe ich mir ein ziemlich gutes Mikro auch angeschafft und verwende es im Augenblick gerade nicht, weil es irgendeinen Echo-Effekt gab und habe jetzt eigentlich einen Kopfhörer auf. Insofern hoffe ich, dass das Echo nicht mehr so schlimm ist. Aber da, wie schon angedeutet, üben wir in manchen Bereichen noch und werden aber Tag für Tag hoffentlich besser, was diese digitalen Formate angeht. Dann vielleicht noch eine Frage an Sie beide. Sie betreuen ja das Praxisseminar im Master. Gibt es da schon irgendwie einen konkreten Plan, wie das jetzt gerade in den ersten Wochen ohne Präsenz funktionieren wird oder funktionieren soll? Ich glaube, das ist die Veranstaltung, wo wir vielleicht am wenigsten Plan haben. Aber wir glauben, sind ganz guter Dinge, dass wir das gut hinbekommen. Wir würden das, ich meine, wenn daran teilnehmen, weiß man ja nicht, wie das sonst abgelaufen ist. Aber wir werden eine Mischung aus Praxisteil und halt Theorieteil machen, wobei der Praxisteil klar überwiegen wird. Da ist, glaube ich, also mein Plan zumindest, dass wir den Kurs in Gruppen aufteilen, sodass die irgendwie auch handhabbar sind, sodass die Studenten sich in ihrer dann kleineren Gruppe miteinander koordinieren kann. Ja, Ja. man kann vielleicht dazu sagen, das ist vielleicht diejenige Veranstaltung, die immer schon den geringsten Präsenzanteil hatte, weil sozusagen gruppenbasierte große Praxisprojekte im Mittelpunkt standen. Und eigentlich ist man dann nach ein paar einführenden Sitzungen nur dann wieder zusammengekommen, wenn die Gruppen sozusagen ihren Stand präsentiert haben. Ob das jetzt eher ein praxisorientiertes Thema ist oder eher ein studienorientiertes, macht da eigentlich keinen so riesen Unterschied. Das heißt, wir werden uns hauptsächlich überlegen müssen, wie wir dann eben diese gemeinsamen Workshops, wo der Stand präsentiert wird, organisieren. Okay, vielen Dank. Dann sehe ich gerade im Chat die Frage nochmal nach diesen speziellen Themen für Bachelor- und Masterarbeiten, die man jetzt auch in dieser Situation bearbeiten kann. Da nun der kleine Hinweis dazu, wir entwickeln gerade diese neuen Themen, die finden Sie dann auch in unserem Wiki in der entsprechenden Themenliste und wir kennzeichnen die auch für Sie, so dass Sie auch direkt sehen, dass das von unserer Seite zumindest ein Thema ist, was man jetzt auch im Sommer ganz gut bearbeiten kann. Was haben wir noch? Vielleicht auch noch mal ein Kurs, der gar nicht direkt von uns betreut wird, sondern von der Fakultät für Mathematik. Da ist die Frage, ob man schon genaue Informationen zum Ablauf von dem Mathekurs hat. Ich kann es jetzt nur indirekt sagen. Ich weiß von Frau Klinger, dass da Informationen von der Mathematik reingekommen sind. Ich weiß jetzt nicht gerade alle Details, aber Frau Klinger postet hier gerade in einen anderen Chat fleißig rein. Ich versuche das mal in den Twitch-Chat zu übertragen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, das scheint zu funktionieren. Und da Frau Klinger ja mithört, kann sie vielleicht gleich noch was sagen zu der Mathematik. Ich weiß aber, die haben auf jeden Fall auch schon umgeplant und haben schon ein Konzept, wie sie es machen. Ich weiß nur leider im Augenblick nicht im Detail, wie das genau aussieht. Okay, dann sehe ich jetzt gerade in meinem Chat nicht mehr so viel. Ich würde vorschlagen, weil die Zeit jetzt auch gleich vorbei ist, dass wir es jetzt erstmal bei dem Stream belassen. Wir bleiben aber zumindest einige von uns auch noch ein bisschen im Chat und wir können dann ja noch versuchen, die restlichen Fragen
zu beantworten. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei Professor Wolf und bei Professor Henzel, dass sie sich die Zeit genommen haben, uns so ein bisschen zu informieren. Ich verweise noch mal ganz kurz auf ein paar andere Informationsquellen. Schauen Sie natürlich auf der Webseite vom Lehrstuhl vorbei. Da gibt es immer die aktuellsten Informationen, wenn sich irgendwie was am Lehrangebot oder sowas verändert. Und falls noch nicht geschehen, vielleicht auch in die entsprechenden GRIPS-Kurse einschreiben und da dann direkt mit den Studierenden kommunizieren. Ansonsten, ich weiß nicht, Herr Wolf, Herr Henze, ob Sie vielleicht noch mal kurz was sagen wollen? Nee, aber ich wollte mich nur bedanken für alle, die da waren und ja, vielleicht können wir das ja noch mal machen. Ja, genau, dann kann ich mich noch, nur anschließen und natürlich danke auch nochmal an Alex Barth, der das technische Setting organisiert hatte und auch die Idee dazu, das so zu machen, und im Hintergrund natürlich auch an die Tutoren, die die Chats ausgewertet haben, und wir freuen uns natürlich auch auf Ihr Feedback, ob das jetzt eine sinnvolle Veranstaltung war. Wenn ich die Twitch-Daten hier richtig interpretiere, waren ja jetzt doch eine ganze Menge Leute dabei. Vielleicht ist es ja etwas, was sich durchaus wiederholen ließe. Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich auch Tschüss. Wir sehen uns alle in irgendeiner Form spätestens zu Beginn vom Sommersemester. Ja, bleiben Sie gesund und bis dann. Tschüss. Tschüss. Thank you.